die Torpedo-Skills mit, wenn du noch hast, also schnelle Torpedos etc. Und du nimmst für die Module, kannst du das mitnehmen. Ich habe noch 4 Punkte, soll ich da Verborgenheit nehmen oder braucht es das nicht? Nein, würde ich ohne spielen. Du hast 4 Punkte. Ja. Da kannst du noch die, den noch einen Zweier ganz Torpedo links nehmen. Torpedo-Bomber, ja. Und den nicht. Den, genau, okay. Den. Bitte? Und, ja, genau, den noch und die anderen zwei lass über. Fertig. Okay. Die behalt einfach so, aber das passt schon dann so. Okay, okay, was ist das hier? Ja, ich fliege in keine rein. Easy. Also, ich bin der Meister des Dodgens, wenn ich besoffen bin. Das nennt sich Drunken Dodging. Dankeschön, Litschi. Bitte. Das ist das allererste Gefecht hier. Was ist denn, Chucky? Was denn? Was nimmst du? Was? Ja, nimm ich das. Doch. Ja. Nacht, cool. Und muss ich was abwerfen? Nee, oder? Die kann nicht geplant werden, das Ding. Außer dem 10er doch, vielleicht. Die kannst geplant werden, aber musst jetzt nicht so aufpassen. Mit den Bomben gehst du auf DDs, wenn du kannst. Die Rockets nimmst du für Kreuzer, um einmal anzuzünden. Oder die Schlachter schön auf die Aufbauten und dann mit Torpedos immer wieder Flooding, 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 Flooding. Okay, die hat HE-Bomben. Ja. Okay. Aber oh, wenn jemand alles anklickt, außer das Richtige. Die HE-Bomben schmeißen sich etwas verspätet ab, also nicht so direkt wie die Midway. Das heißt, frühzeitig planen. Also, da musst du halt gucken. Die brauchen etwas länger, um den Kreis enger zu ziehen. Hey, klicken, Sharky. Ich würde lieber zuerst einmal den Gummitorpedo, aber das klingt irgendwie falsch. Der hilft auch nichts, ne? Also. Dankeschön, Litschi, für die Skillung. Da. Ja, und ein 10er, perfekt zum Rumpotten. Perfekt, alter Schwede. Also, was sind meine vorrangigen Ziele? Also, ich meine nicht hier generell, sondern eher Schlachter oder eher. Schlachter. Okay. Nehme ich, du willst immer wieder ein Flooding kriegen. Also, muss jetzt gegen natürlich. Gegen den Chakalov. Leck mich doch an. Jo. Ach, das ist aber ja kacke. Also da ist dann wirklich Norka, das ist halt ziemlich viel der FAA, alles was da ist. Da kannst du ja schon in die Wind spucken, kacke. Gefecht, ein Zehner, ja, Gefecht, ja. Ein Zehner, Gefecht. Willst du fest hin? Nach rechts? Ja. Ja, ich komm gut. Ja, André, schmeiß ruhig eine Staffel Feuer weg. Das ist ziemlich fett der FAA, was du da hast. Komm ich denn überhaupt durch? Neptun nicht, Kansas, ja, das, nicht, Locker nicht, Schiff kannst du. Sag hier, setz hier einen Fighter hin, damit die Mitte gedeft ist und gut ist. Und dann einfach unten rumfliegen und gucken, was du spotten kannst. Ja. Und dann versuch die Shikishima. Shikishima ist das, wo du am ehesten durchkommst. Wenn der Kurve ist auf Sek geskillt, dann hat er sowieso schon mehr Flak. Und vielleicht Zandor, den Rest musst du gucken, aufpassen. Schauen wir mal, wo was ist. Der Thunderer. Da ist die Schickelschimmer. Wenn die noch weiter rausgeht, dann kannst du sie von G3 kannst du sie dann angreifen, schon die Schicki. Aber nicht, dass du den Thunder der Fail mit reinkriegst. Ah, ja. Und dann den Heal bitte nicht vergessen, ne? Vollgas, Boost und runter. Kann schon runtergehen. Wie schnell sind denn die Dinger? 176. Komplett durchziehen, ja. Noch ein bisschen einlenken und weg. Genau. Und zurückschicken. Perfekt. Schauen wir mal. Ja, ein Flooding ist dabei, zwei Treffer. Drei Treffer. Die drehen schon weg. Wechsel du den Thunder, kann ich also nicht anfliegen. Doch, den kannst du jetzt anfliegen, der ist isoliert. Den kannst du komplett abfahren. Wenn vor dem Kurve auch nichts ist, kannst du auch. Okay, okay. Andere Seite würde ich aufpassen, weil da ist Kansas Neptun, bin dann eher Kurve ist. Ich glaube, wir gewinnen diese Seite eher, deswegen fahre ich ein bisschen hier nach vorne und fliege immer durch die Mitte, damit wir schauen, ob da ein DD kommt. Zur Not setzt du immer wieder hier einen Fighter, ja. Immer hier zwischen.
Der Sonder kommt auch hier schon hin. Zu gucken von der Seite, wie du ihn anfliegen willst. Ja. Müsste jetzt hier um die Insel kommen, glaube ich. Oh, da ist noch mehr zu. Ja, nicht wehren lassen. Du nimmst einfach weiter. Ja. Immer weiter jetzt. Aber drei Treffer liest, keine Flutung. Der wievielten Box hast du die Johann gekommen? Aus der 36. glaube ich. Was du jetzt machen kannst, du kannst auch einmal die Bomben jetzt nehmen, weil er spitz zu dir fährt und dann kannst du ihm schön mit den Bomben einmal so eine HE-Schelle geben. Freut er sich auch. Ich habe jetzt einmal noch die Dinger hier. Ah, jetzt dreht er aber raus, schau mal. Ja, und da ist die Daring. Oh, schau mal, was da alles ist. Überall habe ich die Mitte rein. Kurfürst, immer den Kurfürst. Ja, immer den Zander, meine ich. Ja, die Halland verpisst sich jetzt, das ist natürlich nicht so gut. Los, Alter. Das aussieht, ja. Yoshino-Torpedos. Hier ein Fighter hin, bitte, André. Sicher, nicht lieber bei den Kageros etc. So, holt ihr alles runter gleich. Ja. Außerdem spot ich die ja sowieso gleich, wenn sie hier kommen. Siehst du, da bin ich mich schon offen. Oh shit. Komm, ich dachte, im Anflug sind bin ich unbesiegbar, aber anscheinend ist es nicht so. Komm ich nicht durch. Kaga hat leichte Flugzeuge. Na, habe einen Treffer sogar gemacht. Ne? Habe jetzt mal die Flieger gewählt für die Kagero. Mal schauen, ob ich damit was treffe, die Schlachtflugzeuge. Wenn Bomben, ne? Bomben sind effektiver. Sagst du? Okay. Ja. Weil du sie besser gezielt angreifen kannst. Die Schlachtflugzeuge kann jeder aus, ausweichen. Ah. Das Mistding, hm? Deines. Ah, shit, da war's da. Komm, gilt das? Sind halt nichts, ja, nicht Durchschläge. Ah. Also, die DDs sind offen, die müssen nur beschossen werden. Ja, ja, das passt so. Drehen auch alle wieder weg. Pack jetzt auch hier durch. Ich komme mal nach vorne hier an die Insel. Ich werde jetzt die Shikishima anfliegen. Ja, genau, perfekt. Yakizuki wird das hier, sollte eigentlich erledigt werden. Kurfürst ist Hydra. Schauen wir mal. Ihr dabei, mach's gut. Ihr drei könntet dann noch in Discord abstimmen, beziehungsweise Berserker Kings 3, damit wir da Follower werden. Ah, sehr gut. Oder ich nehme die Yoshino, die fährt auch da. Nee, du willst die Shiki haben. Nimm dir den Schaden. Yoshino hat mehr dafür als die Shiki. Ja, das Problem ist, die ist nämlich genau daneben. Dann fliegst du von rechts an. Na, das werde ich beim nächsten Mal machen müssen.
Technisch ist vorbildlich. Tschüss, Aferli, mach's gut. Er sagt, CV-Schwachsinn schaue ich mir nicht an. Man muss seinen Feind kennen, damit man ihn outplayen kann. Aber pass auf, die Yoshino kommt von der Seite, ne? Und ich fahre hier auch vor. Weg. Du kannst ja Richtung Monte wieder fahren. Ich wollte halt ein bisschen näher ran, weißt du? Ja, kannst du ja. Aber du fährst dann gleich Richtung Monte, du bist ja schon nah dran. Hä, wer macht mich auf? Wie, wo, was? Fuck, Alter. Ja, die schießt jetzt auch noch vor. Gut. Ja, wie gesagt, die Schiene kommt da rein jetzt. Das ist aber noch eine Minotaure, wenn du gesehen hast. Ja, ja, das ist für die Spotten jetzt. Da werden Flieger da lassen. Oh, ich kann theoretisch hier auch. Will die Schiene da jetzt reinkommen oder? Ja. Ja, vor hätte sie es, ne? Wenn wir jetzt die Neptune wirklich abfahren. Ah, schlecht. Aber glücklich. Schlecht, aber glücklich, sag ich mal. Ja, das meinte ich mit dem Spät halt, ne? Das ist halt. Komm, tötet sie! Hinter kam noch die Shikishima durch. Bei 100 hat sie noch, come on! Sehr gut. Kishima kommt auch. Ja. Fuck, ich kann nicht gleich smoken. Gut. Brauchst du oder willst du nicht? Ja. Oder bist du safe jetzt erstmal für deine Tun? Safe bin ich nicht, aber. Ja, auch nicht. Na nix. Ah, der ist ja tot. Komm mal ein Stück vor euch. Was könntest du mich smoken wegen der scheiß Netzung? Ich weiß nicht, ob ich es machen werde, Litschi. Ja, ich versuche es. Daraxul fragt, Frage an Litschi, lohnt sich die FDR für den Stall noch? Die FDR, wenn man es wirklich die ganze Zeit fliegt, dann für die CWs, wenn sie nicht gebannt wird, lohnt sich immer. Weil sie einfach so tanky ist. Aber es ist halt ein Gameplay, was Slow Motion ist, ne? Und weg. Perfekter Drop. Sehr schön. Und gleich Torpedos. Ja. Gleich nochmal drauf. Ich werde ihn jetzt auch rushen. Mal gucken. Ja, aber lass ja, ruhig, denn. Also ja, gut, aber ich komme jetzt eh da raus. Also ja, ich würde ihn ja aufdecken. Du könntest. Ja, gut. Ja, gut, hat's. Ne? I know what you mean. Problem ist halt, ich will ihn ja nicht absnacken, weil er hat noch. Du kannst dann gleich auf die Norka und so. Oh, der dreht ab, der dreht ab. Le Kansas kommt. Kannst dich theoretisch smoken und. Ich hab keinen Smoke. Auf Torpedos von der Minotaur. Ah, der Flooding. Raus. So, und dann weiter runter auf die North Carolina. Denk an die Neptun. Das war wieder so die Kansas. Ich denke, die Luder. Ja.
Ja, aber das, so wie jetzt anfliegt, geht's für die Stadt, die hat. Ja, ich droppe einfach einen Weiten und gut ist. Haben wir. Weit vorhalten und beten. Geh mit. Was sind meine Treffer? Bei. Sehr gut. 2 und Flooding. Ja, 110 Stück Schaden, André, siehst du? Ja. Es wirkt so langsam. Ja, das erste Mal, weißt du, wie es immer ist. So, und jetzt wieder geradeaus. Bei 3 Kilometern fängst du an mit dem Anflug. Das reicht schon mit dem Eindrehen. Und jetzt hoch, genau. Nicht sofort, du kannst dir Zeit lassen, du musst nicht sofort überziehen. Weil er dreht noch weiter ein, siehst du? 7000, ja. Und dann lässt du den Winkel vorher ab, ziehen. Ja, das mit dem Winkel reindrehen, das muss ich auf jeden Fall üben. Oh, warte, Schalke, ich komme. Ah, nicht raus. Die laufen nicht gerade, oder? Nee, ja, die Neptun. Die Neptun. Ja. Die North Carolina fährt wieder zurück. Ich frage mich ein bisschen, wo die Edinburgh ist. Die stehen dann noch hinten drin. Schöner Drop. Zu gut. No. Ja, und wenn man jetzt so nämlich weiter nach hinten trifft, hinten auf den Arch, machst du mehr potenziell mehr Schaden. Okay. Da beten wir mal, dass der gute Prime Kagamain wird. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber sagen wir so, sie verzeiht viele Fehler, weil man viele Flugzeuge verlieren kann mit dem Ding. Da ist die Eddie. Ah, Flugzeug ist da auf 7 Kilometer. Der Poker F möchte abstauben hier und ich werde draufgehen. Abgeworfen. Boah, kann ich die so knapp an der Insel abwerfen, die Torpedos? Wahrscheinlich nicht, ne? Klar kannst du abwerfen, die knapp an der Insel. Nein, aber da in der Enge, wo die Edinburgh drin sitzt. Weitlich wird das nicht gehen. Nee. Da musst du die Dings nehmen. Das wird nicht so. Bombos dann. Oh, ich hab die Chakalov gefunden. Neptun wird jetzt hier kippen. Ah, da muss ich ein bisschen wegfahren. Ist schon kacke, wenn man keine Anti-Air hat, ne? Als russischer CV. Wie verlieren wir das? V geht Neptun, das wird interessant. Wir haben noch einen beschissen vollen Fall, oder was macht der denn da die ganze Zeit? Mal die Schlachtflugzeuge, von denen habe ich noch viel. Jetzt hätte ich gerne deutsche Schlachtflugzeuge. Er schießt ein bisschen auf die Neptun vielleicht. Kommt er halt nicht durch, ne? Fokussiert den Bürger der Neptun halt weiter. Die Punkte laufen uns davon. Ja, jetzt wurde unser Pandora vom gegnerischen Pandora gebalanced, weil er breit gezeigt hatte. Ah.
Ja, ich kann nicht den Barrow oder Neptun nicht anfliegen. André, du musst. Problem ist, ich komme nicht durch. Also nicht, auch nicht mit den Flugzeugen. Werde ich jetzt immer zurückgesetzt, dann kriegen wir das Cap nicht. Ich kann den Flieger da lassen. Das nee, ich, du musst die anfliegen. Oh Gott. Wo ist eigentlich denn... Ja, die machen auch, ich habe keinen nichts getroffen hier. Warten, Peiser. Mach's gut, Stefan. Ja, das verlieren wir. Leider Gottes war das nicht imstande. Also der Thunderer hat ganz wenig Trefferpunkte. Er hat nur noch 18.000, ich erledige den. Weil er kommt mir auch hier in die Quere. Genau, da ist ein Winkel. Sofort top, hast du Torpedos? Ja. Problem ist, ich geh gleich auf. Das macht nichts, wenn du ein bisschen mit der Schnauze nachher noch ein bisschen nach links oder rechts drehst, dann kommt ein bisschen deine Sack. Auf. Ja, die Neptun kommt von der anderen Seite, das ist halt die Scheiße. Ja, die nimmt dich jetzt. So, er kann nur nach oben gehen, Vollgas und runter schon im Schutzflug. Vollgas nach vorne. Ah, er zieht nach oben, ja, sehr gut, okay. Es. Ja, es hat nicht gereicht. Ja, scheiße, erst ganz. Ich habe eine Bombe da. Was mache ich damit? Nee, dann musst du die zurück und die neuen nehmen. Die aus 6 Stück. Ja. Oder Schlachtflugzeuge, genau. Ich komm nicht mal durch. No way. Nee, das ist alles gesundet. Das ist halt der Nachteil. Mhm. Ja. 160k Schaden, das habe ich richtig gemacht. Gut. Und überlebt! Alter. Es war ein intensives Match tatsächlich. Find's halt schade. Die ja nicht gewonnen haben. Jetzt siehst du mal unten, wer alles unten ist. Guck mal, die 14er, ne? Das ist sehr gut. Naja. Ja, man könnte sagen, das ging an anderer Stelle verloren, aber ich weiß es nicht. Ich bin nicht der CV-Spieler, der entscheiden kann. Aber wir haben unser Bestes gegeben, sagen wir so. Mehr ging halt wahrscheinlich nicht. Sehr gutes Match, André, und super Coaching von Litschi. Ja, stimmt, Radler. Dankeschön, Litschi. Und das ist die Schlussverlosung. Ausrufezeichen Code für einen CC-Code und so zwei Karma-Codes machen wir heute. Reudi hat jetzt überstrapaziert. Er ist schon 10:30. Ui. Ja. Ekelhaft, der Reudi. Bringt meinen ganzen Flugplan durcheinander. Ja. Dennis sagt auch Dankeschön für die Anleitung, Litschi. War gut. Litschi könnte einem schon was beibringen im CV.